So, herzlich willkommen. Mein Name ist Andreas Ross, bin Vorstand bei der Thüringer Energie AG in Erfurt. Wir freuen uns sehr, dass die Wave Trophy heute bei uns zu Gast ist, heute ihren Startpunkt hier hat. Wir selber machen heute unseren Tag der offenen Tür. Wir werben auch wieder ganz intensiv das Thema Elektromobilität und insofern haben wir hier wirklich zwei Fliegen mit einer Klappe geschlagen und das finden wir ganz toll und wünschen der Trophy jetzt viel Erfolg und allen Fahrern und gute und sichere Fahrt. Alles Gute. Ik ben de Gert-Jan Mitsanda, die komen van de Nederlanden en fahren wir fünfmal der Wave in Esna, Tschechien und Slowakei. Und wir freuen uns sehr auf die ganze Familie, mit ihnen zu fahren und Spaß zu haben. Ich finde, oder? Ja. Wir sind das erste Mal mit auf der Tour. Und wir wissen nicht, was uns erwartet. Genau. Und freuen uns. Auf die Plätze, fertig! Los geht's, auf zur Wave Tschechien und Slowakei. Es ist eine Tour von etwa 1600 Kilometern, die uns erwartet. Und am Samstag in einer Woche kommen wir dann in Freistadt in der Nähe von Linz in Österreich an. Und der Willi ist unterwegs und tschüss. Das Supportfahrzeug der Wave, der Jack aus Dresden. Das heißt auf Deutsch Eger. Lecker zu Mittag gegessen. Schöne Stadt und Rundgang mit einer kleinen Gruppe. Wunderschön, tolle alte Stadt. Nicht mehr ganz so gut erhalten, aber sehenswert. Und jetzt gehen wir noch alle die 200 Stufen auf den Turm hoch, oder? Der war sehr gut. Ich würde ihn noch einmal mitnehmen. Ja. So, Alter!